Hi und willkommen zurück. Wir schauen mal schnell, ob wir noch was tun können. Vielleicht noch am Erdbeerbusch. Erdbeerpenis. Ein Prachtexemplar. Finger weg von meinem Erdbeerbusch. Besser nicht. Okay, dann killt ihr mich. Dann gehen wir mal wieder runter. Kannst du bitte meinen Buschtrimmer hier lassen? Aber ich brauche für den Busch unten. Also mit dem Buschtrimmer kann ich nur was bei ihr machen, genauso wie mit dem Penis-Einhorn. Habe ich jetzt eigentlich irgendwas, womit ich das hier... Das ist gut so, wie es ist. Nein. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Das sieht mir nicht nach einem Mitglied des Glee-Clubs aus. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. 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 Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Das muss nicht geflickt werden. Das ist gut so, wie es ist. Besser nicht. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Ja, mir hilft das auch nicht. Ich frag Lefty jetzt erstmal hier nach dem Ruder. Lefty, wo ist dein Ruder? Kann ich dir helfen, Larry? Also... Ich brauche Ruder. Hast du eine Ahnung, wo hier das Internet steht? Macht dieser schrottige Router wieder Ärger? Ja, Erin meinte, ihre Verbindung wäre zu schwach. Hat was mit ihren Kameras zu tun. Komisch, ich habe gar keine Kassetten gesehen. Vielleicht war es doch keine gute Idee, auf dieses abgefahrene Teil umzusteigen, nur weil es so schön altmodisch aussieht. Moment, sprichst du jetzt von mir oder meinst du... Der Elchkopf hat Internetempfang? Wie abwegig wäre das denn? Das Ding fällt doch schon fast von der Wand. Die Jukebox ist ein Router? Ja, das wurde mir als modernste Hybridtechnologie verkauft, macht aber nur Ärger, das Teil. Und die Musikauswahl ist auch scheiße. Ein wirklich minderwertiges Produkt. Nicht zu vergleichen mit moderner Technologie wie mir. Oh, Sekunde. Ich muss kurz 71 kritische Updates installieren. Bin gleich wieder da. Wurde hier ein Schlüssel abgegeben? Hier vergessen die Leute ständig irgendwas. Vor allem ihre Manieren. Aber wenn die jungen Dinger rumstolzieren, glotzen die doch eh nur auf ihre Handys. Da haben die keinen Blick mehr dafür, was auf der Straße rumliegt. Wobei man sich manche Straßen in New Lost Wages gar nicht genauer anschauen will. War heute Abend ein Drummer unter deinen Gästen? Oh. Es war nicht gerade Hochbetrieb heute Abend, aber an einen Drummer erinnere ich mich nicht. Also, es war zumindest niemand mit einem Drumkit da. Kannst du ihn vielleicht etwas genauer beschreiben? Im Moment nicht. Ich frag nochmal nach. Ja, vielleicht könnte ich mich erinnern, wenn du ihn besser beschreiben kannst. Name, Kleidung, Gesichtsmerkmale... Beschreibung seines Charakters, besondere Angewohnheiten. Ja, ja, ich hab schon verstanden. Muss ich mir Zettel und Stift holen? Bis später, Lefty. Also, das Ding hier ist also ein Router. Ja, jetzt macht das auch irgendwie Sinn. So, warte. Das ist gut so, wie es ist. Wir probieren jetzt alles damit aus. Nein! Oh, falscher Knopf. Ich sag doch schon, falscher Knopf. Ja, dumm. Hab's verstanden. Gott sei Dank haben die mir nur einen Larry gebaut. So. Daraus lassen sich lustige Sachen basteln. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Irgendwas das hilft mir nicht.
Das hilft mir nicht. Nichts, was man schnürsenkeln sollte. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Besser nicht. Besser nicht. Das würde danach trotzdem weiter nach nichts schmecken. Besser nicht. Besser nicht. Das muss nicht gelöchert werden. Nö, das halte ich für keine gute Idee. Besser nicht. Ja, dann habe ich auch keine Idee mehr. So, kann ich... Moment, das Ding hier nimmt Gold, ne? Das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir nicht. Ich habe eigentlich nur noch... Moment. Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Man kann es mit dem Schutz auch übertreiben. Nein. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Ich find schon die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das hilft mir nicht. Man kann es mit dem Schutz auch übertreiben. Das hilft mir nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Ach, der Gott sammelt leicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Das lässt sich nicht kombinieren. Warte mal, ich hatte vorhin den Schnürsenkel und ich glaube, das Kaugummi. Daraus könnte man eine klebrige Angel bauen, aber der Kaugummi ist zu trocken und der Schnürsenkel zu kurz. Der Kaugummi ist steinhart. Damit der wieder weich und klebrig wird, braucht es jemanden mit einem besonders kräftigen Kiefer und entsprechender Beißkraft. Ah. Es sieht etwas gebraucht aus, scheint aber noch zu kleben. Kurz und dünn, wie mein Bleistift. Hält Getränke warm oder kalt. Das muss weder warm noch kalt gehalten werden. Ich glaube, das ist ein stressreduzierendes Spielzeug für Hunde. So, warte, der warte, ist nicht warte. Mehr kalt. Ja, ja, warte, warte, warte. Zu war und raus. Ich meine, wir hatten da in der letzten Folge so einen Straßenhund gesehen, der da ordentlich am Kauen war. Was gerade mit den starken Kiefern sagte. Da. Sieht ziemlich räudig aus und kaut entschlossen auf seinem Knochen rum. Ich sterb da jetzt wieder, ne? Jojojojo. Braves Hundi. Ich will deinen blöden Knochen sowieso nicht. Hab schon genug im Körper. Eher nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Das weißt du nicht. Das ist keine gute Idee. Eher nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Eher nicht. Das würde ihm nicht gefallen. Sein Kiefer wirkt verdammt stark. Der Kaugummi klebt wieder, aber wie bekomme ich ihn zurück? Mit dem entspannten Hundesspielzeug. Wo ist es? Wo ist es? Bäh, der Knochen ist durch den Kaugummi unglaublich klebrig. So, Moment, wo ist mein Schnürsenkel? Daraus könnte man eine klebrige Angel bauen, aber der Schnürsenkel ist zu kurz. Ach, bin ich doof. Kurz plus kurz ergibt lang. Aha. Eine klebrige Angel. Ja, sag ich doch. Ja, 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 weg. Jetzt kann ich doch bestimmt eine Goldmünze daraus holen, so ein Schatz. Ah, der Schlüssel.
Da war ein Schlüssel im Gully. Oh. So, jetzt kann ich das besondere Päckchen abholen gehen. Dann. Ah, es geht weiter. Ja, nach oben. Das war ein Witz, das Single Apartment zu nennen. Larry, komm rein. Passt. Aaron hat gesagt, dass das der Abholschein ist. Damit kann ich Aarons Paket in der Leisure Suite abholen. So, jetzt kann ich mir die doch bestimmt mal ausleihen. Hey, den brauche ich für meinen Erdbeerbuch. Ich leihe ihn mir. Ja. Und das nochmal kurz mit allem kombinieren, was ich irgendwie da habe. Macht ja Sinn. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das gibt die Altersfreigabe nicht her. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Das gibt die Altersfreigabe nicht her. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Doch trotzdem. Das lässt sich nicht kombinieren. Das gibt die Altersfreigabe nicht her. Das hilft mir nicht. Ja, das gibt die Altersfreigabe nicht her. Die beiden Sachen funktionieren. Das lässt sich nicht kombinieren. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Dann weiß ich auch nicht, was ich tue. Aaron trimmt damit ihren Erdbeerbusch. Das gibt die Altersfreigabe nicht her. Das ist gut, so wie es ist. Das hilft mir nicht. Eher nicht. Warum nicht? Oh, das ist ein Schalter. Es ist ein Schalter, mit dem man das Licht an- und ausschalten kann. Danke, Thomas Edison. Oder war es Nikola Tesla? Die verwechsle ich immer. Was passiert? Lass das Licht bitte so, wie es ist. Ich brauche für meine Show eine gute Ausleuchtung. Kannst du bitte meinen Buschtrimmer hier... Ja, ich lasse ihn hier und dann gehe ich dein Paket jetzt abholen. Viel Spaß mit dem Erdbeerpenis. Seit wann geht denn ja die Getränke ganz runter? Ich hatte jemand dabei, ne? Okay. So, warte. Nein. Da. Ich muss eh mit der Rocktante reden. Gehen wir da jetzt mal zuerst hin. Und quatschen mal mit ihr. Was gibt's? Wo sollen die Plakate aufgehängt werden? Überall in der Stadt. Suche am besten nach Stellen, wo sowieso schon Plakate hängen. Kleb meine einfach dazu oder drüber. Stört das niemanden? Mich nicht. Sag mir Bescheid, wenn du alle verteilt hast. Dein Drummer ist verschwunden? Ja, ohne ihn kann der Gig nicht stattfinden, leider. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, wollte er in irgendeiner ekligen, runtergekommenen Bar am Strand was trinken. Aber ich kann mich nicht an den Namen der Bar erinnern. Das ist ein Fall für Detektiv Larry.
Ich werde nicht ruhen, bis ich diesen Fall gelöst habe, Baby. Wie heißt denn dein trommelnder Kumpel? Stix Laboom. Ein interessanter Hinweis. Hast du vielleicht ein Foto von deinem Drummer? Keine Chance. Der hasst es, fotografiert zu werden. Und er ist nicht mal bei Timber. Aber am besten fragst du die Jungs hier im Salon de Lézard nach ihm. Mit denen hat er auch gesprochen. Ein interessanter Hinweis. Ich sollte mich umhören, ob noch jemand etwas über diesen Stix weiß. Stix. Wann gehst du denn mit mir aus? Gedulde dich noch ein wenig. Nach meinen Konzerten habe ich immer Lust, mich zu vergnügen. Glaub mir, es lohnt sich. Da bin ich richtig aufgeheizt und kann einen Groupie gut gebrauchen. So, dann rede ich. Bis nachher. Ist hier noch irgendetwas? Dafür brauche ich eine Platte. Okay. Hallo. Ja. Ich habe gehört, ihr hättet mit einem Drummer namens Stix geredet. Ja, grässlicher Typ. Was ist mit dem? Wisst ihr, wo ich den finden kann? Keine Ahnung. Wir haben ihn rausgeworfen, weil er angefangen hat, hier drin zu rauchen. Wir können froh sein, wenn unsere Kunden uns nicht auf Schmerzensgeld verklagen. Ein interessanter Hinweis. Könnt ihr ihn genauer beschreiben? Was willst du wissen? Was hatte er für Kleider an? Eine von diesen altmodischen Kutten. Nur nicht in weiß wie du. Ein interessanter Hinweis. Könnt ihr ihn genauer beschreiben? Was willst du... Welche Haarfarbe hatte er? Schwer zu sagen mit seinem roten Kopftuch. Zumindest sein Bart war grau. Oh ja, der sah ganz zerzaust aus. Und er wollte nicht mal unser gutes Bartöl kaufen. Ein interessanter Hinweis. Wisst ihr sonst noch was über Stix? Er hatte Riesenkrach mit dieser Lämmer. Der Typ scheint ernsthafte Probleme zu haben. Ein interessanter Hinweis. Lasst uns über was anderes reden. Über nichts. Wir sehen uns später. So, dann haben wir hier, glaube ich, erst mal alles getan. So, rüber Päckchen holen. Hier, bitte sehr, Madame. Danke. Sekunde. Sorry, Kleiner. Ich kann die Schrift nicht lesen. Heutzutage wird ja alles so klein gedruckt. Wahrscheinlich sollen die daneben gemalten Penisse größer wirken. Schon mal von dieser neuartigen Technologie namens Brille gehört? Jetzt komm mir nicht so, Kleiner. Ich habe eine Brille. Aber letzte Nacht beim Sandwich zwischen den zwei finnischen Kleinwüchsigen und dem Maori-Krieger habe ich sie verloren. Es gibt Dinge... Was ist das? Ein Lesemonokel? Das trifft sich ja hervorragend. Wenn ich dir einen Tipp geben darf. Vor akrobatischem Sex solltest du die Brille abnehmen. Sonst hast du am nächsten Tag keine mehr. Werde ich mir merken. So. Hier, bitte sehr, Madame. Danke. Sekunde. Dann wollen wir mal schauen, was diese neuen Gläser taugen. Naja, das Paket hier liegt schon ewig rum. Das arme Paket. Ist es krank? Hoffentlich funktioniert dein Schließmuskel besser als dein Mund. Soll das eine Herausforderung sein? Nein. Hier, dieses Paar Gratis-Handschuhe bekommt jeder Kunde, damit er die Klappe hält. Ein Paket. So. Kann ich jetzt irgendwas damit kombinieren? Das lässt sich nicht kombinieren. Warum nicht? Besser nicht. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Besser nicht. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das lässt sich nicht kombinieren. Besser nicht. Das lässt sich nicht kombinieren. Ich glaube übrigens, wir werden das hilft mir nicht. Brauchen, weil ich einfach besser nicht. Weiß.
wo ich noch Plakate hin tun soll. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Besser nicht. Die beiden Sachen funktionieren nicht miteinander. Das hilft mir nicht. Ich glaube, darunter bekommt man schlecht Luft. Macht ja nichts. Hey, du kannst, aber es ist sowieso unverkäuft. Ja, ja, da ist du horny. Kann ich jetzt gehen? Jetzt bringe ich Aaron. Aaron, hier ist sie, ne? Das Paket. Habe ich hier irgendwas noch übersehen? Die Jungs im Salon de Lézard sagten, der Drummer hätte geraucht. Ob vielleicht? Ja, eine Schachtel Camel Toe. Von der Marke habe ich noch nie gehört. Ein interessanter Hinweis. Jetzt haben wir hier immer noch was? In New Lost Wages ist sogar die Asche dreckig. Das war letztes Mal schon eine Dummheit. Ist da was drin? Zigaretten der Marke Camel Toe. Die müssen dem Drummer Sticks gehören. Es sind noch Zigaretten drin. Das hilft mir nicht. Warum nicht? Nein, Zigaretten der Marke Camel Toe. Es sind ja, noch. Ja, ja, ja. So. Brauchen Ober. Wir sind jetzt da oben. Und können sonst auch nirgendwo hin. Gehen wir zurück zu Lefties. So, wir wollen jetzt erstmal Aaron ihr Paket. Nein, wir reden erst mit Lefty. Kann ich dir helfen, Larry? Also. War heute Abend ein. Oh, also, kannst du ihn vielleicht. Ja, kann ich. Sein Name ist Sticks Laboom. Ja, als ob ich mir in meinem Alter irgendwelche Namen merken könnte. Weißt du noch mehr über ihn? Grauer Bart, zerzaust. Kein Sinn für Bartöl. Bei diesen ganzen bärtigen Hipstern komme ich total durcheinander. Weißt du noch mehr über ihn? Er trägt so eine altmodische Rockerkutte. Das ist nicht gerade eine außergewöhnliche Beschreibung für einen Drummer. Weißt du noch mehr über ihn? Raucht diese komische Zigarettenmarke Camel Toe. Camel Toe? Erinnert mich auf jeden Fall nicht an einen Drummer. Weißt du noch mehr über ihn? Nein. Im Moment nicht. Ich frag noch mal nach. Ja, vielleicht könnte ich mich erinnern, wenn du ihn besser beschreiben kannst. Name, Kleidung, Gesichtsmerkmale, Beschreibung seines Charakters, besondere Angewohnheiten. Ja, ja, ich hab schon verstanden. Aber habe ich ihm doch schon alles gesagt. Bis später, Lefty. Och Mann. Mehr weiß ich doch auch nicht. Kann ich mit den Handschuhen dieses Rohr hier irgendwo... Das Rohr ist hinüber. Man müsste schon das ganze Stück auf... Ja, ich verstehe. Larry, komm rein. Hey, Larry. Ich habe etwas für dich. Endlich. Ich kann es kaum erwarten, mir dieses Spielzeug ein- und meinen Followern vorzuführen. Dann bis später. Ich werde auf dich warten, Süßer. Okay, jetzt habe ich wieder keine Ahnung, was ich machen kann oder soll. Echt nicht. Damit könnte ich höchstens bei einem Kartrennen etwas anfangen. Bitte verklagt uns nicht. Mir fällt hier echt nichts mehr ein, ne? Ich werde jetzt bestimmt keine Witze... Ich habe dir dafür eine Erinnerung... Ja, kennen wir schon.
Was soll ich tun? Mir fällt nichts mehr ein. Das ist das kaputte Rohr, das ich reparieren soll. Ich kann sie nicht aufmachen, solange der Waschgang noch läuft. Wie kann ich das denn ausmachen? Damit braut Lefty sein Barbarenbräu. Lefty hat gesagt, dass ich irgendwas betätigen muss, um ihn wieder zum Laufen zu bringen. Lefty sagte, dass der Brau... Mann, oh. Ich weiß echt nicht mehr weiter. Spiel bloß kein Lied auf dem Ding ab. Die Platte da drin zerbricht einem das Glasauge. So einfach komme ich nicht an die Platte. Die ist hinter einer Scheibe. Ich nicht irgendwas zum Kaputten? Oh, warte mal. Oh mein Gott. Die helfen also nicht nur gegen Geschlechtskrankheiten. Ich sollte Erin Bescheid sagen. Ja, heilige Scheiße. Hat jetzt nicht mit gerechnet. Aber klar, macht Sinn. Kleinen Augenblick, ich mach gerade meine Show. Macht sie gar nicht. Hey, Larry. Das Internet lebt wieder. Oh, ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann, mein Süßer. Meine Follower können sich auf eine nette Show freuen. Danach bist du natürlich dran. Also, sind wir dann jetzt bereit für die große Show? Naja, eigentlich schon. Was ist los? Hast du auf einmal Kopfschmerzen? Das passiert seltsamerweise vielen Frauen, mit denen ich rede. Ich will dich nicht mit meinen Sorgen belasten. Ist mir recht. Mir steht der Sinn sowieso nach der versprochenen Show. Eigentlich war es nie mein Ziel, kleine, schmuddelige Shows im Internet abzuhalten. Willst du mir sagen, dass der ganze Ärger dann umsonst war? Nein, ganz im Gegenteil. Mir ist dadurch bewusst geworden, dass ich mich mit etwas zufrieden gebe, das meinem großen Traum nicht gerecht wird. Zwingt dich etwa jemand, das hier zu tun? Das Literaturstudium? Nein, das mache ich freiwillig. Aber mein Herz schlägt für etwas anderes. Ich habe einen Traumberuf im Sinn. Einen, der meine Eltern stolz macht. Was ist das für ein Traum? Einer mit mir drin? Ich bin vom Land nach New Lost Wages gekommen, um eine richtige Stripperin zu werden. Die Literatur liebe ich natürlich auch, aber der Traum vom Strippen ist einfach stärker. Die Cam-Show mag ich ja, aber ich will auf die große Bühne. Da wird's irgendwie mit allem gerechnet, ne? Aber... Die Cam-Show mag ich ja, aber ich will auf die große Bühne. Wenn ich mir doch nur diesen Traum verwirklichen könnte. Danke, Larry. Aber ich muss jetzt wirklich mit meiner Cam-Show weitermachen. Das ist keine gute Idee. Wie kriege ich den jetzt auf eher nicht. Bühne? Das würde ihr bestimmt nicht gefallen. Das ist keine gute Idee. Eher nicht. Verstehe ich nicht. Was soll ich tun? Sie will auf die große Bühne. Wie soll ich sie denn jetzt auf eine große Bühne kriegen?
So einfach komme ich nicht an die Platte. Dann halt nicht. Ohne guten Grund wühle ich da nicht. Was für einen Grund können wir denn haben? Das quillt über. Beam mich hoch, Scotty. Ist wohl gerade außer Betrieb. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung. Vielleicht kann ich mit ihr reden. Hey, Larry. Ich habe eine Idee, wo wir das Foto schießen können. Na dann schieß mal los. Ich schaue mich weiter um. Dann haben wir doch nichts. Wir sehen uns später. Was gibt's? Na, wie sieht es aus mit deiner Sexspielzeugerfindung? Ist in Arbeit. Ich komme später wieder. Nicht wegsterben. Ich sehe rüstiger aus als du. Seine Herzfrequenz und sein Blutzucker sind auch echt mies. Im Fitnessstudio muss ich immer noch Mitglied sein, ne? Warum kann ich den Aschenbecher noch anklicken? Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Das ist gut so, wie es ist. Man kann es mit dem Schutz auch übertreiben. Das ist gut so, wie es ist. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Das wären zu viele Biokulturen auf einmal. Das ist gut so, wie es ist. Das mackere ich nicht. Oh, ich hasse Papierverschwendung. Eher nicht. Nicht nötig. Ich bin so schon pleite genug. Besser nicht. Das ist gut so, wie es ist. Das hilft mir nicht. Das hilft mir nicht. Besser nicht. Okay, dann fragen wir gleich noch mal die Hipster-Jungs. Beziehungsweise für euch in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao!